Hallo, Dominik von verkaufwilmi.de. Ich bin auf der IFA 2019 am Stand von Hisense und ist immer sehr nett hier durchzuschauen, weil hier hat man sehr viele Geräte, die nie auf den Markt kommen werden, die teilweise leider nicht auf den Markt kommen werden. Der chinesische Hersteller, der bringt immer seine Prototypen auch hier mit und wartet dann eigentlich immer das Feedback der Händler auch ab. Und viele Geräte schaffen es auch dann gar nicht auf den europäischen Markt. Aber was ich jetzt hier ganz cool fand, hier Movie Wall, hier handelt es sich um nichts Geringeres, als um einem 21:9 TV. Bedeutet Filme, Blockbuster-Movies ohne schwarze Balken, auch auf LCD-Technik basierend, was dann eigentlich ganz cool ist, weil oft hat man ja dann auch immer das Problem, dass genau diese schwarzen Balken bei LCD-TVs natürlich dann auch nicht schwarz sind, sondern dann auch leicht gräulich und so, je nachdem was für eine Szene. Und das ist dann eigentlich schon wieder ein ganz cooles Gerät, finde ich. Auflösung ist 5120x2160. Also man kann 4K-Filme darauf abbilden. Könnte man zum Beispiel links und rechts einfach, also wenn es Full Frame ist, also wenn jetzt volle 4K-Auflösung, wenn alles sozusagen genutzt wurde, jeder Pixel, dann könnte man einfach links und rechts einfach schwarz einblenden und dann könnte man das sich auch komplett anschauen. Hier, hallo, kann man mal sehen. Ist natürlich auch ein bisschen spiegelnd. Hier rechts und links hat man erstens so ein leichtes Backlight, was ich ganz nett finde. Kann man sicherlich auch ausschalten. Und hier dann auch die Lautsprecher. Genau. Dimming-Zonen steht hier noch dran. 442 ist für ein LCD-TV jetzt auch nicht schlecht. Aber ich muss jetzt sagen, so der Kontrast und die Farbe ist jetzt noch nicht so. Der absolute Hammer liegt wahrscheinlich auch daran, dass es sich hier noch um einen Prototypen handelt. Mehr Infos von Hisense, von anderen Herstellern, von der IFA, natürlich auch für kaufwilmi.de. Zu diesem Gerät wäre cool, wenn mal wieder ein 21:9 Zoll Gerät mal wieder auf den Markt kommen würde. Das fände ich eigentlich ganz interessant. Das letzte war, glaube ich, auch von Philips, also vor einigen Jahren, und dann noch von Samsung. Die hatten ja auch nochmal so einen mit der gleichen Auflösung, aber den gab es nur einmal und dann leider nie wieder. Mehr Infos auf unserer Webseite, abonniert unseren YouTube-Kanal oder gebt dem Video einen Daumen nach oben.